Hallo liebe RaumstationsbewohnerInnen, in diesem Video möchte ich euch einige wichtige Neuigkeiten bezüglich des Firefox-Browsers mitteilen. Bleibt also unbedingt dran. Doch vorab einige tolle Neuigkeiten, denn meine Linux-Distribution SpaceFun, die findet ihr hier auf www.spacefun.ch, steht neu auch in einer Variante mit KDE Plasma zur Verfügung. Die Hauptversion nutzt ja, wie ihr wisst, LXQT als Desktop-Umgebung und es gab immer schon die leichtgewichtige Variante TuxWiz, die ich auch immer für Server oder für das Zocken von Retro-Spielen empfehle und die GNOME-Variante. Doch neu hinzugekommen ist die SpaceFun Plasma-Variante und gewünscht hat sich die unser Community-Mitglied Olaf. Und genau zusammen mit der Community haben wir es hingekriegt und diese tolle neue Version, die ihr jetzt hier auch seht, zusammengestellt. Also zögert nicht, besorgt euch euer Ticket und ladet heute noch die SpaceFun Plasma Version herunter. Doch nun zu den eigentlichen Neuigkeiten. Ich habe vor einiger Zeit schon in unserem Podcast Captain It's Wednesday, den findet ihr hier auf gnulinux.ch, ich verlinke den natürlich auch noch unten in der Beschreibung, über Firefox gesprochen. Wir haben uns gefragt, ob Firefox wirklich jetzt an einem Scheideweg ist und sich wirklich auch weiterhin in die Richtung entwickelt, die die Community haben möchte. Grund dafür war, dass Firefox sich entschieden hat, oder Mozilla vielmehr, sich entschieden hat, eine Firma aufzukaufen, die spezialisiert ist auf Tracking und Werbung. Und erste Ergebnisse von diesem Zusammenschluss, der noch gar nicht mal so lange her ist, die sehen wir jetzt leider schon in der neueren Firefox-Version. Und da möchte ich euch wirklich zeigen, was ihr da einstellen müsst, damit ihr nicht von dieser bösartigen Überwachung betroffen seid. Doch zunächst einige Informationen zu Firefox. Firefox gibt es einmal in dieser sogenannten ESR, Extended Support Version, oder in einem Rapid Release. Der Rapid Release ist das, wo jetzt auch diese neue Änderung drin ist. Bei SpaceFun verwende ich standardmäßig die ESR-Version. Das hat den Grund, da ich euch gerne eben vor solchen Änderungen schützen möchte und die dort dann etwas später aufschlagen und wir lange genug Zeit haben, um uns darauf vorzubereiten. Wir haben also hier Firefox ESR dabei, das ist nicht betroffen. Wenn du jetzt aber den neuesten Firefox-Browser verwenden möchtest, kannst du das auch unter SpaceFun oder Debian Rolling, das geht unter Debian Stable nicht, unter Debian Rolling ganz einfach tun, denn dort gibt es beide Pakete. Da gibt es einmal das Paket Firefox-ESR, dpkg-l, pipe grep firefox. Da sehe ich schon, das Firefox ESR und das entsprechende deutsche Sprachpaket ist hier auch installiert. Ich möchte jetzt aber zusätzlich auch noch diesen neuen Firefox installieren, um euch zu zeigen, was die da für eine Schweinerei eingebaut haben. Also ich gehe jetzt mal hin und installiere mir die neue Firefox-Version mit sudo apt install Firefox und dann möchte ich auch gerne noch das Sprachpaket mit dabei haben, also Firefox minus. Und dann kann ich die Tab-Taste drücken und dann Yes und dann sehe ich dann schon die ESR. Wir wollen aber die normale, also L10N und dann die Sprache, die ich brauche. Kann ich nochmal Tab-Tab drücken und sehe dann die ganzen Sprachen. Ich möchte jetzt hier bei mir DE haben, also Firefox-L10N-DE und sage Enter. Und jetzt wird parallel, also man kann wirklich diesen ESR und die neuere Version, diesen Rapid Release, parallel nutzen unter Debian Rolling, also unter SpaceFun. SpaceFun basiert auf der Rolling-Variante von Debian, also SID, das ist eigentlich Unstable, ist die Entwicklerversion. Ich nenne das gerne Rolling, weil es sich sehr ähnlich verhält, wie zum Beispiel Arch Linux. Jetzt haben wir das hier bereits installiert und ich habe jetzt hier zwei Firefox-Versionen drauf. Ich kann jetzt halt hier mal nach Firefox suchen und da sehe ich die ESR-Version und hier sehe ich auch die Rapid Release-Version, also die, wo diese Werbeüberwachung mit integriert ist. Jetzt kann ich hier nochmal rein, ich gucke jetzt nochmal, dass meine Sprache hier, jetzt hat er die Sprache hier in dieser Version tatsächlich noch nicht eingestellt. Ich schaue erstmal über Language, schau mal, ja, das hat er irgendwie jetzt hier nicht ganz übernommen. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal Deutsch hinzufügen. Das geht also bei neueren Firefox-Versionen auch immer. Man kann das direkt, das Sprachpaket auch hier aus der Applikation heraus hinzufügen und muss es nicht als
Systempaket auf Systemebene installieren. Beides ist mittlerweile möglich. Eigentlich sollte er das Systempaket benutzen. Das hat er jetzt hier in dem Fall allerdings nicht gemacht. Jetzt habe ich es trotzdem auf Deutsch gemacht. Also ich kann sicherheitshalber den Browser nochmal starten. Hier beende ich mal. Dieser Link geht übrigens noch auf die ESR-Version. Das ist der ESR. Ich muss also wieder den regulären Firefox, also den schnell rollenden Firefox, den schnellen Release Firefox starten. Das habe ich jetzt hier gemacht. Und jetzt kann ich mal in die Einstellungen reingehen. Gehe hier über dieses Reiter, das Hamburger Menü heißt das, und den Punkt Einstellungen und sage jetzt hier schon mal Datenschutz und Sicherheit, denn dort versteckt sich diese heimtückische Option. Da gibt es ja hier schon mal einiges, was da einzustellen ist, zum Beispiel hier die Datenerhebung und deren Verwendung durch Mozilla. Das möchten wir natürlich auch nicht, das ist standardmäßig hier bei uns deaktiviert. Und hier ist dieser neue Punkt, Werbeeinstellung für Websites. Das ist hinzugekommen durch den Aufkauf dieser Tracking- und Ausspionierfirma, die Mozilla halt eingekauft hat. Warum auch immer, das ist mir völlig abwegig, warum sie sich dazu entschieden haben, weil damit da schießen sie sich tatsächlich selbst mit ins Bein. Also sie haben eh einen guten Stand in der Community gehabt und den versauen sie sich jetzt, indem sie hier diesen Haken auch standardmäßig einfach aktivieren. Das geht also wirklich auch nach europäischem Recht überhaupt nicht. Das ist eigentlich sogar illegal, was sie da tun, zumindest in Europa. Also sie haben diesen Haken hier standardmäßig mit einem Update aktiviert, der sagt, Websites erlauben datenschutzfreundliche Werbemessungen durchzuführen. Datenschutzfreundliche Werbemessungen existieren nicht. Also wenn man Tracking betreibt, ist es niemals datenschutzfreundlich. Diese beiden Sachen, die gehen gar nicht zusammen. Also seid euch dessen wirklich bewusst, auch wenn ihr neu irgendwo den Firefox-Browser installiert, jetzt in dieser neuen Version, auch unter anderen Betriebssystemen oder auch zum Beispiel unter Windows oder macOS, achtet wirklich als erstes darauf, diesen Haken zu deaktivieren. Also ihr müsst wirklich hier nur diesen Haken deaktivieren, dann einmal den Browser neu starten und dann ist diese Option tatsächlich auch schon wieder deaktiviert. Und dann schaut euch unbedingt auch noch mein Video zu den besten Firefox-Add-ons an. Denn ich habe euch das mal alles zusammengetragen hier in meinem YouTube-Kanal. YouTube, wo ihr jetzt drauf seid. Und dann kann ich einfach suchen nach TuxWiz und Firefox. Und dann findet ihr da schon mein tolles Video, wo ich dann auch im Detail nochmal die ganzen Add-ons, die ich verwende, TuxWiz Firefox Add-ons, auch nochmal für euch erkläre. Das ist dieses lustige Video, meine Lieblings-Firefox-Add-ons. Also schaut euch das unbedingt nochmal an, stellt diese Einstellung ein und dann installiert euch diese Firefox-Add-ons, die ich da empfehle, denn dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Natürlich seid ihr mit dieser Variante immer noch besser unterwegs als zum Beispiel mit einem Chrome oder einem Edge, der ja darauf ausgelegt ist, euch auszuspionieren. Für mich ist es einfach erschreckend, dass jetzt auch Mozilla diese Richtung eingeschlagen hat und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Ihr habt es in der Hand, wehrt euch dagegen, meldet euch auch bei Mozilla und sagt, hey, wir möchten das nicht, hört auf damit, stopp, wir möchten unseren Browser so behalten, wie er ist, wir möchten, dass er frei ist, wir möchten nicht überwacht werden und hört sofort auf damit. Und vielleicht ändert sich dann ja wirklich was und wir können weiterhin unseren Lieblingsbrowser, denn Firefox ist ein toller Browser, ich verwende den selber sehr gerne, weiter bedenkenlos verwenden. Denn das kann man jetzt mit dieser aktuellen Änderung nicht mehr wirklich. Du musst also wirklich immer darauf achten, diesen Haken zu deaktivieren. Ich hoffe, dass du nicht zu sehr frustriert bist. Lass dich nicht einschüchtern durch diese Werbe- und Spionageaktion, die da von diesem Firmen betrieben wird. Wir können uns dagegen wehren. Wir sind die Anwender. Wir haben es selbst in der Hand. Im Zweifelsfalle können wir auch als Projekt diese Haken standardmäßig deaktivieren. Und dann habt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Spacefan oder ein Debian installiert, habt dann diesen Haken auch standardmäßig deaktiviert. Da schauen wir mal, was wir da auch noch machen können. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und vor allen Dingen viel Spaß beim Ausprobieren der neuen Spacefan-Variante mit dem KDE Plasma. Der Olaf, der hat mir schon Feedback gegeben, das funktioniert bei ihm sehr gut. Er hat dabei noch ein paar tolle Sachen rausgefunden bezüglich seiner Hardware. Also probiert das wirklich aus und schaut mal und gebt mir Feedback in unserer Telegram-Community. Die findet ihr übrigens hier über den Punkt auf spacefan.ch, über den Punkt Telegram und da klickt ihr einfach drauf und dann könnt ihr das direkt schon hier in Telegram öffnen und dann seid ihr schon dabei und dann freue ich mich dort auf euren Besuch. Bis bald und tschüss!